getting close. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu Tarisland. Ein ganz niegelnagelneues MMO, das ich gerne einfach mal antesten möchte. Es sieht natürlich sehr interessant aus, das ist genau die Grafik, die mich anspricht. Ich habe erst heute davon erfahren, muss ich zugeben. Ich habe das jetzt nicht irgendwie beobachtet und gedacht, ah, wenn das rauskommt, dann spiele ich das, sondern ich bin da einfach so darüber gestolpert. Deswegen weiß ich auch eigentlich noch gar nichts davon. Wir gucken einfach mal rein, wie es aussieht. Und dann entscheide ich, ob ich das überhaupt weiterspielen werde oder nie wieder anfassen. Mal schauen. Ja, es gibt hier links verschiedene Klassen. Wir gucken uns die einfach mal an. Wir sind hier jetzt gerade beim Priester. Schadenheiler Fernkampf. Schatten in den Händen, himmlisches Licht im Herzen. Die Wahrheit in mein Schwert und der Glaube ist mein Schild, ist mein Schwert und mein Schild. Eine Set-Vorschau gibt es, dann kann man so ein bisschen sehen, was die so für Sachen anhaben und wie sie dann aussehen. Ja, und dann ein bisschen, wie wichtig sie in der Gruppe sind, natürlich sehr wichtig. Beweglichkeit. Heiler können Dungeon-Gemeinschaftsboni erhalten. Was haben wir noch? Wir gucken einfach mal der Reihe nach. Das sieht nach einem Warrior aus. Wir haben eine hübsche Animation. Der Krieger, genau. Mut und Glaube an Schwert und Schild. Links das Paradies, aber ich schaue nach rechts. Okay, auch hier können wir gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so anfangen vielleicht. Und nachher dann so schick aussehen. Ich weiß es nicht. Oder halt im Laufe der Zeit. Gruppenbedeutung natürlich auch wieder wichtig. Dann haben wir hier... Sieht nach Magier aus. Ein Feuermagier. Ja, ein Magier. Links Frost, rechts Flamme. Ewig arkanes Leuchten. Ich kontrolliere die gesamte Ordnung. Okay. Ah, schick. Klassiker halt, ne? Oh, ich sehe gerade, es gibt mein Männlein, Weiblein. Gibt es das nicht überall? Doch, ich glaube schon. Das kann man halt hier einstellen. Oh, der sieht ja nice aus. Wir bleiben mal da in den Weiblein. Und machen einfach hier weiter. Ah, tatsächlich. Guck mal hier beim Priester, das können nur die Damen. Und den Krieger können nur die Herren. Da kann man nicht wechseln. Ah, da sieht man hier. Sieht man das da dran, dass es beide Geschlechter lernen können? An diesem Blau und Rot wahrscheinlich. Dann haben wir hier... Haha, mein Favorit, wie ihr euch denken könnt. Die Waldläuferin kann auch nur weiblich sein. Beweglichkeit sehr hoch, Gruppenbedeutung, naja, ist halt ein Deli, ne? Nicht ganz so wichtig. Dann haben wir hier unten... Einen Barden. Der kann nur männlich sein. Würde mich aber auch mal reizen, den anzugucken. Dann haben wir hier einen Löwen. Im Eis einen Barbaren. Ist auch interessant eigentlich. Jetzt haben wir bei dem anderen gar nicht die epische Rüstung, die Set-Vorschau angeguckt, aber ich finde das auch gar nicht so wahnsinnig wichtig. Beweglichkeit höher und Gruppenbedeutung sehr wichtig, aber das ist doch ist auch ein Tank. Na, den würde ich mir auch gerne mal anschauen, aber als DD vielleicht. Es wird wahrscheinlich auch Skillungen geben, könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir hier
auch nur männlich? Den klassischen Paladin? Archer's Style, aber den gibt's auch hier als Dame. Eine Paladina. Wenn man das gerne möchte. Rumbedeutung hoch, Beweglichkeit, ja. Tanks können Dungeon-Gemeinschaft. Aber Tanks sind ja immer wichtig. Tanks und Heiler müssen halt einfach mit dabei sein. Was haben wir denn da? Ist das ein Schurke? Oh, sieht gefährlich aus. Nur männlich. Und Beweglichkeit hoch, Gruppenbedeutung natürlich wieder, ja, austauschbar. Und ganz zum Schluss. Oh. Was ist sie? Eine Schamanin oder sowas? Phantom-Totenbeschwörer. Gruppenbedeutung hoch. Okay. Sie ist auch eine Heilerin. Oh, die würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren. Also statt Priesterin. Oh, ich würde gerne alle ausprobieren. Ich finde die jetzt alle ansprechend. Es ist natürlich auch die Frage, wie sich das Spiel an und für sich spielt. Aber wir nehmen natürlich obligatorisch erstmal die Waldläuferin. Ich finde es übrigens sehr angenehm, dass wenn man das schon mal einmal gesehen hat, dieses Vorvideo, und man guckt wieder in die Klasse rein, dass es dann nicht jedes Mal wieder abläuft. Das finde ich immer so ein bisschen ätzend, wenn man da schnell mal durchschauen möchte. Dann gucken wir doch da auch nochmal die Set-Vorschau an. Naja, ist halt so typisch Asia-Style natürlich, so von den Bewegungen her, von der Haltung, von den Klamotten, aber das muss ja auch nicht schlecht sein. Ich habe sehr gerne immer Guild Wars gespielt und Final Fantasy XIV und lauter so Sachen. Das ist schon immer sehr ästhetisch. Okay, wir nehmen die Waldläuferin und können sie auch noch ein bisschen customizen, wobei sie mir eigentlich so schon richtig gut gefällt. Gibt es auch Random? Du kannst zu Stylist Toni gehen und deinen Stil ändern. Okay, also man muss nicht unbedingt dann das behalten, was man da genommen hat. Aha, okay. Also, hier gibt es verschiedene Frisuren. Einen langen Pferdeschwanz. Eine etwas kürzere praktische Frisur. Das ist unpraktisch, das hängt immer vor den Augen. Das stelle ich mir nicht so toll vor. Der ist eigentlich auch ganz nett. Ganz keck. Warum lauter Pferdeschwänze? Ist Ihnen nichts anderes eingefallen? Und offenes, halblanges Haar. Okay, also so spontan würde mir der eigentlich ganz gut gefallen. Wir können auch die Haarfarbe ändern. In schwarz, grün, rosa, lila. Also mehr so violett, lila und weiß. Nee, grüne Haare. Also da muss ich sagen, die blauen Haare gefallen mir dann da fast am besten. Schwarz ist... Wobei dieses Dunkellila ist eigentlich auch ganz nice. Wir gucken mal einfach weiter, was es noch gibt. Hautfarbe. Also noch ein bisschen ins Dunklere, exotischere und natürlich ganz hell. Oh, dann nehme ich mal das hier. Dann haben wir Art der Augenbrauen. Ich wollte gerade sagen, da stimmt ja schon die Farbe gar nicht, aber die kann man auch noch einstellen hier unten. Okay, jetzt gucken wir erstmal, was es gibt. Es gibt so eine etwas, ich bin ja was Besonderes, Augenbraue. Dann eine mit einer Zacke, die ist ein bisschen heftig, die ist geschlitzt. Das ist auch eine sehr volle und dann noch so eine... Wir ändern mal die Farbe. Sieht das ein bisschen eigenartig aus. Aber auf die Augenbrauen guckt nachher sowieso kein Mensch mehr. Die lassen wir jetzt einfach so. Was haben wir denn da? Art der Augen. Keine. Ach, das ist die Iris. Können wir noch näher ranzoomen? Nee, irgendwie nicht. Also der ist hypnotisierend. Da ist so eine Blume, aber halt alles irgendwie ein bisschen schwurbelig, merkwürdig. Find ich gruselig. Wir nehmen so. Art des Lidschattens.
Im Moment hat sie keinen. Der geht so ein bisschen an der Seite runter. Der geht komplett runter. So ein bisschen wie die Tattoos in WoW. Muss unbedingt noch Einstellungen ändern, aber das geht im Moment noch nicht. Das geht wohl erst im Spiel. Die Lidschattenfarbe, ja, die kann man auch ändern, dass sie ein bisschen deutlicher ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel dieses Große nimmt, sieht man es am besten. Da wird es heller. Okay. Also ein blaues. Wobei, guck mal, das hier ist hier schon wieder so klein, dass man das im Spiel doch gar nicht sieht. Müsste man... Niemand guckt den Charakter so nah an. Von dem her lasse ich das komplett weg. Ich lasse das mal weg. Gesichtsröte, keine. Bisschen Rouge, ein bisschen unter den Augen. Bisschen verheult. Wangenwangen und... Ach Gott, die hatte, glaube ich, einen Sonnenbrand, ha? Ja, dann nehmen wir doch die leichte Gesichtsröte. Die kann man sogar auch noch farblich anpassen. Dann ist es aber keine Röte mehr, sondern eine grüne und eine bläue. Und es gibt noch ein Make-up. Oh Gott, das leuchtet ja heftig. Hat aber was. Hat was. Sowas hätte ich schon gerne. Die Frage ist nur, welches? Das sieht man mit meiner Frisur kaum. Das auch. Wobei, wenn sie sich bewegt und dann... Herzchen? Sind das Herzchen? Ja, tatsächlich. Nee, das muss nicht sein. Okay, ich brauche unbedingt was, was man sieht bei der Frisur. So, das da? Das oder das? Aber das sieht so ein bisschen so verheult aus. Ich nehme die. Und dann haben wir noch die Größe. Oh, Größe finde ich sehr nice. Wenn wir die Höhe... Ich mache meine immer ganz gerne so klein wie möglich. Gewicht. Wir können sie noch ein bisschen schlanker machen. Nee, die darf ruhig so medium sein. Kopfgröße. Das geht dann in Richtung comicartig, oder? Nee, da darf sie auch von mir aus die Hälfte haben. Also 50-50, normale Größe. Okay. Dann können wir nichts mehr machen. Irgendwann kommt dann auch der Name, ne? Dein Spitzname, bitte unterlasse es, deinen echten Namen zu verwenden. Was? Mein Nick. Ich mache jetzt mal... Die Frage ist, wir machen mal so. Und dann wird er ja meckern, wenn... Er sagt, wenn der Client sagt, nö, so Leerzeichen und sowas wollen wir nicht oder es ist zu lang. Wir nehmen einfach mal meinen klassischen Namen. Der Name muss 4 bis 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 durch das Leerzeichen. Dann mal gucken, ob Anja noch frei ist. Oder wir nehmen für sie, weil sie ja eine Elfe ist, gleich einen Namen, der sicher frei ist. Dann nehmen wir nämlich Linearel. Den kennt nämlich keiner. Use the WASD keys to move. Ja. Okay, wir haben keinen Mouse-View. Es wird gekämpft. Wir können hüpfen. Wir haben den Namen über dem Kopf. Das mag ich nicht so gern. Ah, wir sind jetzt auf dem Schiff, das wir gerade kurz gesehen haben, vor der Charaktererstellung. Und das ist wohl abgestürzt. Das hat man aber... Hat man das irgendwie gesehen? Außer, dass irgendjemand uns unsere Seele gerettet hat oder so. Und es regnet auch noch. Eieieiei. Besiege den leeren Wächter. Ich weiß doch noch gar nichts. Was haben wir denn hier? Was ist das? Was ist das? Da ist eine Katze, ein Säbelzahntiger drauf und hier ein Hund. Das hat wahrscheinlich was mit Pets zu tun, aber ich habe noch kein Pet. So, was haben wir denn hier? Einen Wildschuss, Einzelangriff. Verschieße Pfeile mit wilder Kraft und erhalte 10 Kooperationswertung und füge physischen Schaden in Höhe von 66% deines Angriffs plus 103 zu. Also dieses Spiel, das Einzige, was ich weiß, ich habe eine ganz kurze Statement angeguckt von einer Online-Spieleseite, ein Video,
Und der hat gesagt, das ist halt ein Spiel, da ist Survival und PvE absolut unwichtig. Das ist ein Spiel, das sich konzentrieren will auf Dungeons und Raids, auch in der Levelphase und so weiter. Was natürlich mir sehr entgegenkommt. Alles andere müssen wir mal anschauen. Ich weiß, dass es Crafting gibt, aber sonst müssen wir mal schauen. Okay, wir können schießen, wir können einen Vipern-Schuss, das ist bestimmt was mit Gift. Physischer Schaden, oder? Pro Sekunde, genau. Ein Dot und Gefährte beschwören. Kooperationswertung. Was ist denn das überhaupt? Kooperationswertung. Ich kann ihn aber beschwören, denn es leuchtet. Das heißt, ich habe wohl genug Werte. Oh, und ich habe gleich diesen schicken, den wir auch schon bei der Charaktererstellung gesehen haben. Der ist ja hübsch. Ja, mit dem kann mir ja dann gar nichts mehr passieren. Huh? Jetzt gucken wir mal. Den da muss ich töten. Ich weiß jetzt nicht, ob man... okay, ich kann hier jetzt nicht so moven wie in WoW, merke ich gerade. Warum auch immer. Doch. Also sie schießt hier Autoshot gerade. Das reicht auch. Mein Pet ist weg. Das wurde wahrscheinlich gleich zerlegt, oder? Oder ist das immer nur kurz für einen Angriff? Och, jetzt habe ich einen anderen Hund. Geh. Geh weiter. Können wir das Questlog lesen? Nee, kein Questlog. Da ist der Jagdhund. Der kommt schon mit, oder? Nee, der verschwindet. Ah, das ist quasi auch nur ein Angriff. Der kommt kurz, greift an und verschwindet dann wieder. Okay. Oh nein, es wird jemand angegriffen. Ich muss helfen. Ich schieße aber auch schon. Wirke die Fertigkeit erneut um zwei Bestiengefährten. Ja, aber ich habe keine Power mehr. Geht also nicht. Dann habe ich den und den anderen Hund vielleicht. Oh, habe ich schon Level up? Ich habe hier Sachen dazu gekommen. Mach der Bestie, löse die wilde Kraft aus, um den Angriff von dir und deinen Gefährten für die nächsten 4 Sekunden. Also einen Burst und Sturmpfeil. Entfessle im Zielgebiet einen Pfeilhagel. Sehr schön. Besiege den leeren General. Oh nein. Ich kann mich jetzt hier... Oh, dann machen wir doch mal... Zack. Und jetzt kann ich einen Hund holen. Was ist das hier jetzt? Wirke ein beschrifteter Steinfertigkeit. Erhält zusätzliche Kooperationswertung, aber wenn man alleine ist... Ja doch, jetzt läuft sie doch so. Ach, ich weiß jetzt, warum sie vorhin nicht so gelaufen ist. Ich bin's gewohnt, sehr stark, mit der Maus zu laufen. Und zwar, wenn man beide Tasten drückt. Und das funktioniert hier jetzt quasi nicht. Deswegen hat sie vorhin nicht getan, was ich wollte, sozusagen. Okay, wir haben ihn besiegt. Wie ist es denn hier mit Loot? Oder gibt's hier einfach keinen Loot? Geh weiter. Erinnert mich so ein bisschen an den Anfang von Lost Ark, wo man auch in die Stadt reinkommt, überall Dämonen, Barrikaden, alles kaputt. Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen daran. Da oben wird auch wieder gekämpft. Das ist eine Priesterin, oder? Paladina. Zeit für ein Duell! Ein solchen Drache. Okay, ich bin jetzt nicht mehr alleine. Catherine hat dir eine Teameinladung geschickt. Bestätigen. Krieger, das Schicksal von Silberstadt liegt heute in euren Händen. Lasst uns den solchen Drachen vernichten und unser Königreich retten. Keine Sorge. Das ist jetzt aber eine Fake-Truppe. Das sind keine richtigen Spieler, sondern das ist so ein bisschen, wie das nachher in Gruppe später mal sein wird, denke ich. Ja, und jetzt machen wir mal hier. Bam. Bam. Dann buffen wir die Gruppe. Dann machen wir hier so ein bisschen... Ah, hier sieht man, wenn das oben ist, hier die Anzeige, dann können wir wieder... Was haben wir denn hier? Wildunion. Oh nein, ich sehe weg. Verschanze dich hinter dem Schutzschild. Oh Gott, ich bin gerade ganz langsam. Kann man überhaupt sterben hier?
Wieso bin ich gerade so langsam? Ich bin verlangsamt. Habe ich irgendwo Debuffs? Oh, die sehen aber alle schon ziemlich angeschlagen aus. Okay, wir machen mal ein bisschen Damage. Ich glaube, ohne mich funktioniert da sowieso nichts. So, was ist das hier? Fühle die wilde Natur und erhalte 40 Kooperationswerte. So. Ich habe den gar nicht mehr im Target. Wo ist er? Oh, das Meteor! Teile den Schaden! Ah, das ist jetzt quasi eine Taktik. Alle müssen zusammenstehen und... Boah, der ist aber noch immer ziemlich lebendig, ne? Ich bin jetzt zwar im Nahkampf, aber wen kümmert's? Ah, ja. Bisschen hier an die Seite. Aber ich kann wenigstens auch aus der Nähe Meteorschauer, okay. Ich lauf mal dahin, wo die anderen hinlaufen. Feuerelement, da. Mehrere. Was habe ich jetzt gezündet? Beschrifteter. Ach, den Stein. Oh. Was ist jetzt? Kämpft weiter! Lasst nicht zu, dass sie umsonst gestorben sind! Ah, es ist jemand aus der Gruppe. Drei sind gestorben. Wir müssen sie dafür bezahlen lassen. So, ich glaube, die Elemente... Hatten wir jetzt Level Up, weil das so Dschung gemacht hat? Oder wurden wir gebufft? Ja komm, der hat doch nicht mehr viel. Weg mit ihm. Ich bin gestunt. Oh nein! Und er hupt uns jetzt weg. Los, hol den Stein! Welchen Stein? Vor 2 Tagen. Och, das machen sie ja immer ganz gerne, dass man dann erst danach erfährt, was überhaupt los war. Das ist der Stein. Wieso kippe ich jetzt um? Ankersträhnen enthüllen die wahre Natur der dunklen Seite des Mondes. Komm wieder zu mir. Alles in Ordnung? Ach, jetzt darf ich auf die Quests klicken. Das durfte ich vorhin nicht. Ach, das ist aber nur, damit ich weiß, wo ich hin muss, ne? Hebe den beschrifteten Stein auf. Klassenspektrum freigeschaltet. Hä? Dieser sogenannte beschriftete Stein scheint eine fantastische Kraft ausgelöst zu haben. Ich mit Jaya. Okay. Er scheint eine Art Botschaft zu senden, wie geheimnisvoll. Oh, kann ich jetzt? Nee, einfach nur, weil eine Aktion erwartet wird. Abnormaler beschrifteter Stein. Gerüchte besagen, dass der beschriftete Stein genauso rätselhaft ist. Ankaschs Tränen enthüllen die wahre Natur der dunklen Seite des Mondes. Das steht da drauf, oder? Was soll das genau heißen? Noch erstaunlicher ist, dass er nicht nur Rätsel aufwirft, sondern dir auch mächtigere Kampffähigkeiten verleiht, indem er das mysteriöse Potenzial freisetzt, das in dir verborgen ist. Auf jeden Fall habe ich mich als zuverlässigen Führer erwiesen und eine kluge Entscheidung getroffen, zur Ankasch-Schlucht zu kommen. Aber wenn es schon eine Ankasch-Schlucht gibt, dann ist es ja naheliegend, dass da vielleicht auch Ankaschs Tränen zu finden sind. Ich bin sicher, wir werden die Wahrheit finden und das Geheimnis dieser Herkunft lüften. In Ordnung. Verschwinden wir hier. Wir erhalten Währung. Ist das Gold und das ist Silber oder so? Ja, wir machen das mal. Obwohl der beschriftete Stein keine genauen Hinweise gab, hörte ich eine Legende. Vor vielen Jahren wanderten die Vorfahren der Tatsianer unter der Führung eines heiligen Steins hierher. Der heilige Stein könnte etwas mit deinem beschrifteten Stein zu tun haben.
Natürlich ist das nur eine Spekulation. Wir müssen es mit unseren eigenen Augen sehen, um sicher zu sein. Okay, wir kriegen hier also wirklich gesagt, genau, wo wir hingehen können. Ich hoffe, dass man das vielleicht abschalten kann. Aber oder es ist einfach nur im Tutorial. Wir können jetzt auch schon gar nicht mehr so viel Sachen machen wie vorhin. Im Kampf. Sie wartet immer auf mich. Oh, ich mag diese Grafik einfach. Mag Spiele, die so aussehen. Erinnert auch an Palia sehr stark, finde ich. Tarisland. Mystery of the Hollows. Die Legende erwähnte nie etwas über diese seltsame, riesige Kreatur. Ist das eine Kreatur? Ja, tatsächlich. Ich dachte jetzt zuerst, das wäre irgendein Konstrukt. Das ist irgendwie seltsam. Böses, unruhig, die Härchen in meinem Nacken stellen sich auf. Der Zufall will es, dass er genau auf unserem Weg liegt. Wir müssen besonders vorsichtig sein. Lass uns los. Ich werde... Irgendwas. Ich glaube, die Schrift ist ein bisschen zu groß, oder? Dann kann man ja gar nicht lesen, was da steht. Warte, sieh das mal an. Muss eh noch einiges einstellen, zum Beispiel V-Sync und so. Ist jetzt nicht die Gelegenheit dazu gehabt. Gehe zum Ankerstamm. Das ist doch kein... Ach so, ist das aus Holz? Oh, ist das schön hier. Darf ich auch mich erstmal so umschauen? Nee, wir haben ja eigentlich eine Map. Ja, oha. Meervolk-Insel. Ich habe auch gar keine Ahnung, ob nur das Overlay auf Deutsch ist oder ob nachher auch eine deutsche Vertonung dazu kommt. Könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht eher nicht. Nur irgendwie rennen? Ah ja. Mit Shift. Wegpunkt. Wegpunkte. Das ist ein Teleporterstein, der dich aus tausenden von Kilometern Entfernung dorthin zurück teleportieren kann. Drücke beim Vorwärtsgehen die Umschalttaste, um dich schneller zu bewegen. Ja, das habe ich gerade schon gemerkt. Was war das gerade? Was war das für ein Fenster? Hat es damit zu tun? Nö. Ach, wenn ich... Komisch. Oh, keine Ahnung. Okay, wir sollen einmal sprinten. Gehe zum Ankerstamm. Ja, wir sind schon da. Nö, das ist er gar nicht. Ich soll hier runter. Oh, jetzt dürfen wir ein bisschen weiterlaufen. Okay. Und wahrscheinlich wollen sie, weil das eben etwas weiter ist, dass wir sprinten. Damit unser Sprinten auch einen Sinn hat. Eine verdächtige Notiz? Das interessiert mich. Das interessiert mich nicht. Aber mich? Ein Geschenk von Lisa. Ein Tagebuch, das sie selbst gemacht hat. Reues Tagebuch. Muss man hier ein bisschen... Ich spiele mal ein bisschen rum mit den Einstellungen und wenn ich zufrieden bin, dann geht's hier weiter. Erstelle deine eigenen... So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt das Interface ein bisschen... kleiner gemacht. Von dem her ist das auch mit der Schrift vielleicht ein bisschen besser. Sehen wir mal. Sehen wir dann. Und ich habe gesehen, dass mein Monitor auf 4K stand. Das ist natürlich auch ein bisschen heftig. Ich habe keinen 4K-Monitor. Vielleicht
sind jetzt auch diese komischen Mikro-Ruckler und dieses so grafische. Wobei, ich habe jetzt keinen V-Sync gefunden, das wäre aber eigentlich nötig. Nee, vielleicht kommt das irgendwann mal noch dazu. Müssen wir halt jetzt einfach damit leben. Und dann aber hier was blinkt. Das sind wahrscheinlich Tutorial-Tipps, oder? Nähere dich einem Teleportstein zu freischalten und teleportiere dich dann über die Karte. Und Kontinentalkodex. In der Nähe des Kontinentalkodex erscheint eine Markierung auf der Minikarte. Sammle ihn, um Belohnungen und Seiten zu erhalten. Okay, da sehe ich jetzt hier auf der Karte aber nichts. Könnten wir jetzt hier wieder hinporten? Ah ja. Nö. Da kommen wir gerade her. Das brauchen wir jetzt nicht. Okay. Dann, wir sollen ja noch ein bisschen weiterlaufen. Und ich gucke mich natürlich auch ein bisschen um. Kann man die kaputt machen? Nee. Nur Deko. Ist das da gerade ein Vogel oder war das ein Grafikfehler? Irgendwie laufe ich jetzt langsamer, oder? Hey, you two down there. Hey, ihr beiden da unten, wartet! Ja, genau ihr da! Seht ihr das Verbotsschild nicht? Oh, kein Durchgang. Oder ist der schwarze Turm euer Ziel? Oha, lauter Zentauren. Bisschen viele für uns, oder? Wenn ihr keinen Ärger wollt, geht zurück. Diese Zentauren sind auf der Suche nach uns. Seid ihr sicher, dass ihr unsere Hilfe nicht braucht? In Ordnung, Soldaten, wir werden uns nicht von oben herab behandeln lassen. Lasst uns den Altar stürzen, oder? Die reden ein bisschen schnell. Wovor hast du Hast? Hast du Angst? Komm schon, richten wir das aus. Okay, was soll ich eigentlich machen? Werde alle Zentauren los. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist, dass ich eben nicht mit der Maus laufen kann. Und dann... auf den Tasten bleiben. Auf den... mutiger Krieger. Mit ihm müssen wir jetzt reden. Sprich mit dem mutigen Krieger. Aber es gibt kein Loot, oder gibt es Gepäck? Eine 28-Slot-Tasche. Nichts drin. Wahrscheinlich noch irgendwie irrelevant, oder? Wir sind ja erstmal im Tutorial. Verdammt, das ist lang her, seit ich einen so guten Kampf hatte. Einbezogen werden. Da kann man sich wieder alles Mögliche drunter vorstellen. Dank euch beiden wurde bei diesem Kampf niemand verletzt. Ich bin wirklich von deinem Kampfstil beeindruckt. Er ist anders, aber mächtiger. Du siehst aus, als wärst du schon eine ganze Weile unterwegs. Wie darf ich dich besprechen? Bist du den ganzen Weg hierher gekommen, um die Anka-Schlucht zu besuchen? Ja. Mein Name ist Lorne. Meine Aufgabe ist es, den Altar zu bewachen und Verdächtige davon abzuhalten, sich dem schwarzen Turm zu nähern. Verstehe mich nicht falsch, ich meine nicht, dass ihr verdächtig seid. Wenn ihr zum Stamm geht, führt der Weg vor euch nicht dorthin. Die plötzliche Ankunft des schwarzen Turms führte nicht nur dazu, dass seine Umgebung unbegehbar wurde, er scheint auch Auswirkungen auf die Kreaturen in der Nähe gehabt zu haben. Die Zentauren wurden zunehmend aggressiver und griffen sogar den Anka-Stamm an. Viele von uns wurden im Kampf verwundet, sogar mein Bruder. Ach, reden wir nicht über diese unangenehmen Dinge. Wie auch immer.
Es ist besser, einen Umweg zu gehen und den Stamm zu erreichen. Um den Stamm zu erreichen, ich werde euch persönlich begleiten. Oh, dann haben wir jetzt schon eine Heilerin dabei und einen Krieger. Und wir bekommen einen Heiltrank, wenn wir ihn begleitet haben. Herzlichen Glückwunsch, du besitzt nun Silbermünzen und... Ach, das sind EP, das da mit diesem Zeichen. Okay, wir dürfen hier nicht durch. Es geht hier auch gar nicht durch. Düsen wir mal. Also das dauert, das tut aber auch nicht Ausdauer irgendwie verbrauchen, oder? Wenn man rennt. Da unten haben wir einen EP-Balken. Wir sind Level 2. Und die anderen Krieger bleiben alle da. Irgendwie sehen die alle gleich aus, oder? Gefühlt dürfen wir mit dem Wagen mitfahren? Komm, let's take a ride back. Tatsächlich. Fangen? Quatsch. Ich würde eher sagen, das ist so ein bisschen wie den Bus, in den Bus einsteigen. Oh. Cowboy-Kühe. Alright, you two. Also gut, ihr seid beide an der Reihe, mir den Grund für euren Besuch in Ankash zu erklären. Eure Erinnerungen wollt ihr zurückholen? Linjare leidet unter Gedächtnisverlust. Nur ein seltener Stein. Für Abenteurer brauchst du einen erfahrenen Führer und das ist alles. Trotz des Gedächtnisverlustes ist das eine gut trainierte und überraschend starke Person. Solche Individuen haben oft Geheimnisse und neigen dazu, andere in ihre Probleme hineinzuziehen. Ich denke, da stimmst du zu, junge Priesterin. Ich weiß, was du sagen willst. Spar dir deine Worte. Wir werden geduldig warten, bis wir bekommen, was wir wollen. Dann werden wir sofort aufbrechen. Ich weiß wirklich nichts, weißt du? Passt gar nicht so richtig herein, das Ding. Okay, da gibt es jetzt schon andere Spieler mit lustigen Namen aus aller Herren Länder. Jetzt sind wir im normalen Bereich, ne? Und da vorne, da am Anfang, da waren wir irgendwie instanziert, würde ich mal sagen. Aber jetzt sind wir da, wo alle herumgurken. Was war das jetzt gerade? Land des Konflikts wird in 7 Stunden freigeschaltet. Gibt's hier wieder so wie in Guild Wars Entdeckungen, die man voll machen kann? Ja. Fotos oder Aussichtspunkte wahrscheinlich. Und dann eben hier diese Bordsteine. Irgendwelche Dungeons, Portale. Keine Ahnung. Werden wir noch Fisch? Vielleicht irgendwelche Ressourcenspots und Lore. Ja, wir haben hier so einen Zettel gefunden. Konnten wir den überhaupt lesen? Wo können wir denn die Lore? Alle Ausrüstung, Leben, anderes. Ja, super. Sortieren, Lagerhaus. Bei Stufe 8. Reparieren, verkaufen. Was war denn hier oben? Fotoshooting. Okay. Unterstützung. Das sieht nach Voice Chat aus oder sowas. Latenz. Ablösen. Keine Ahnung. Ist auch blöd übersetzt. Silbermünzen. Goldmünzen. Kristalle. Farblose Kristalle. Teambildungslobby. Da kann man wahrscheinlich da eine Gruppe suchen. Hier unten ist auch ein Punkt. Erkundung. Kodex. Das müsste das sein, oder? Was wir gefunden haben. Deutsches Tagebuch. Tagebuch. 8 Seiten, wir haben eine Seite. Ein Geschenk von Lisa. Ein Tagebuch, das sie selbst gemacht hat. Sie muss gewusst haben, dass ich ihren Zaun repariert habe und wollte sich bedanken. Sie ist also ein schüchternes Mädchen. Das würde bedeuten... Ah, können wir hier... Da kann man es dann nochmal anhören. 8 Seiten müssen wir finden. Und dann gibt es noch 2 Unbekannte, die wir noch nicht gesehen haben. Etwas, was ich auch in Final Fantasy 14
und in Guild Wars 2 auch sehr mochte, dieses Erkundungszeug, ne? Was man dann auf 100% bringen kann. Mag ich total. Die Namen wieder. Finanzamt. Unheilige Xenia. Ja, okay, die hat es halt einfach zusammengeschrieben, aber ich mag das überhaupt nicht. Ich hätte natürlich auch Anja Winzbraut zusammenschreiben können, aber nee. So, ja, komm, reden wir doch mal mit dem Herrn hier. Das ist der Ankash-Stamm. Okay, der Ankash-Stamm. Der redet aber viel. Das steht hier alles gar nicht. Leider sind im Stamm keine Fahrzeuge erlaubt. Daher muss ich euch bitten, zu Fuß zu gehen. Das ist was er gerade gesagt hat, ne? Spaziert ruhig herum und trefft mich später auf den Platz. Was mich betrifft, ich habe etwas zu erledigen, also entschuldigt mich. Jetzt kriegen wir ja diesen Heiltrank. Aber vielleicht hat er ja später wieder irgendwas mit uns zu schaffen. Okay, Rhetor finde ich cool. Ertreten. Also manche haben auch beide Namen. Jetzt haben wir hier oben eine Leiste dazu bekommen, wo wir... Oh Gott, ich drück doch nicht Alt 3. Wenn ich mich schnell heilen muss. Gucken, ob man das nachher noch irgendwie umbelegen kann. Also ich hoffe, dass man irgendwann noch... Fremde, seid ihr hier, um das Problem zu lösen? Warte, das Problem mit dem schwarzen Turm zu lösen? Ich vertraue ihnen nicht. Schau dir die Wachen an, die sie beobachten. Es sieht so aus, als ob meine Intuition richtig war. Sie spionieren uns absichtlich aus. Naja, also die sind natürlich neugierig, wer da ankommt. Das ist nachvollziehbar, oder? Hier die Damen. So ein bisschen an die Tauren angelehnt, ne? Ankash-Stamm. Wir sind angekommen. Leider sind die Türen alle zu. Und ich werde mich auch wieder schön umschauen. Irgendwie sehen sie aber wirklich alle gleich aus. Sie unterhalten sich auch alle, ne? Wo ist sie denn? Die redet dauernd mit mir oder erzählt mir irgendwas, aber sie ist gar nicht bei mir, ne? Also die Priesterin. Auch Dorje wird vermisst. Das ist der, von dem wir das Tagebuch haben. Wie viele sind seit dem Erscheinen des Schwarzen Turms verschwunden? Trennungszeichen gibt es da irgendwie auch noch nicht. Das geht eher... Wenn die Zeile zu Ende ist, dann geht es halt einfach hier weiter. Wie schrecklich, sie müssen vom Schwarzen Turm verschluckt worden sein. Und Jeva sagt, die Dinge hier sehen irgendwie nicht ganz richtig aus. Wieso? Wie sollte es denn hier aussehen? Wo ist sie eigentlich? Ist doch jetzt gar nicht da. Ah, da! Nein, es ist irgendeine Heilerin, die genauso aussieht. Ja gut, vielleicht spricht sie ja telepathisch mit mir. Simultane Sprachinterpretation? Was? Ich hoffe, nicht alle Welt hört mich, aber ich habe es eigentlich abgeschaltet. Den Voice-Chat. So, oh Gott, hat's da viele Leute. Also in dem Spiel, das weiß ich eben auch, ist es so, dass man nicht jetzt sagen kann, ha, oh, ich habe einfach durch Entdeckung Level Up gehabt. Dass man nicht sagen kann, ah, ich power jetzt durch. Ich level jetzt am ersten Tag gleich Max-Level. Ich habe die super Strategie, wie man ganz schnell hochleveln kann. Denn es ist wohl so, dass man hier irgendwann, ich weiß nicht, nach einer bestimmten Zeit gecapped wird, wenn man irgendwie irgendeine bestimmte Power nicht mehr hat. Jetzt keine Anzeige, aber irgendwann wird es schon irgendwie ersichtlich sein oder man bekommt eine Nachricht. Und dann geht's halt irgendwie, glaube ich, erst wieder am nächsten Tag weiter. Wahrscheinlich, damit man nicht so viel zockt. Kommt mir aber entgegen. Ich will ja auch nur reinschauen. Ja, mehr Erkundungsbewertung um 10 verbessert.
Wir sind Level 3 und wir haben 100 EP erhalten und 10 Erfolgspunkte. Okay. Oh Gott, was es hier wieder alles gibt, vor allem im Chat. Was man anklicken könnte. Aber ich werde sowieso erstmal alleine gucken. Ah, wir haben hier jetzt wieder einen Bordstein. Entdeckt. Dann ist hier oben... Ah, da ist Deja. Sollen wir mit Lorens Stellvertreter sprechen? Dann machen wir das mal. Ich habe gehört, dass du allein mit 3 Minotauren fertig wirst. Beweise es mir. Soll ich jetzt mit dir kämpfen, oder wie? Bist du wie 3 Minotauren? Also bist du die Fremde, die mit Lorne gekommen ist? Ehrlich gesagt hat der Stamm Probleme. Es wäre großartig, wenn du helfen könntest. Seit dem Erscheinen des Schwarzen Turms gibt es in der Wildnis mehr Wolfswelpen. Okay, wir dürfen mit Wolfswelpen anfangen. Die Bauernhöfe zerstören und Passanten angreifen. Die Klagen der Dorfbewohner gehen mir auf die Nerven. Du musst diese verdammten Bastarde für mich ihnen eine Lektion erteilen. Zeige ihnen, wer der Boss in der Ankerschlucht ist. Montauk schüttelt heftig seine Faust. Übrigens, ach, geh noch nicht. Sieh dich beim Stamm um. Vielleicht findest du etwas Nützliches. Das heißt, noch mehr Quests oder vielleicht können wir was einkaufen. Wir bekommen einen Jägerring und Stiefel, wenn wir die Quest erledigen. These villagers need help. Schau mal, da ist ein neuer Kopf, eine Kopfgeldquest am schwarzen Brett. Okay, wo ist das schwarze Brett? Ach, da. Wir sprechen mit dem schwarzen Brett. Das Kopfgeld ist bereit. Ein Aufruf an Krieger und Abenteurer, dem Stamm bei der Beseitigung von Bedrohungen zu helfen. Sind das die Wolfswelpen? Die gefährlichen? Nee, Wolfskönig Silberzahn. Befehl des Häuptlings. Achtung, Achtung, Vorsicht. Der grimmige Wolfskönig hat schwer gewütet und viele Dorfbewohner sind ihm zum Opfer gefallen. Hiermit wird ein Kopfgeld für denjenigen geboten, der es schafft, ihn zu töten. Für den Geist der Natur. Häuptling Sadguna. Töte Wolfkönig Silberzahn. Das ist vielleicht dann auch zu mehreren. Oder vielleicht schaffen wir das auch alleine. Neue Fertigkeit Spurten erhalten. Du kannst sie zusammen mit Sprint verwenden, um die Zeit zu verkürzen, die du zum Abschließen von Quests brauchst. Ich habe einen Doppelspurt, oder wie? Linke Jagd. Bewegungsgeschwindigkeit plus 70. Okay. Brauche ich jetzt aber nicht. Ich möchte mich gemütlich in der Stadt umschauen. Aber ich glaube, die wollen einfach, dass ich das mal benutze. Okay. Ich habe es benutzt. Und wenn wir es zusammen mit Sprinten machen, passiert gar nichts. Okay. Was haben wir noch? Sind es Trainingspuppen? Oh ja, tatsächlich. Wir können ja eh noch nichts. Und wo sehe ich dann, ob ich gut bin oder nicht? Team, Rekrutierung, Privatsystem. Hm. Okay. Kann ich auch wieder aufhören? Okay. Einfach weg vom Target. Was hat der hier über dem Kopf? Setze deine Waffe geschickt ein, um die Leute in deinem Umfeld zu schützen. Prüfung. Ah, wir können uns hier prüfen lassen. Oh nein. Oh nein. Oh, das ist ein Kampftutorial. Liebe es. Stärke des Häuptlings, heilende Holzattrappe und gewöhnliche Stärke. Was muss ich denn tun? Die Attrappen kaputt machen? Dann machen wir erstmal Heilung. Immer erst Heilung kaputt machen. Nö. Die heilt mich, wenn ich... Ah, okay. Wenn ich Schaden nehme. Der geht aber nicht mehr runter, oder? Geht der runter? Wo ist denn der? Ach, da. Nö, das juckt den gar nicht.
Ich sehe halt hier, was ich für einen Schaden mache, aber sonst. Gewöhnliche Stärke, das ist halt ein Elite, oder? Nicht genügend Kooperationswertung. Das ist das mit den Tierchen hier. Was ist denn das hier? Schaden pro Sekunde? Diese Runde? Schaden pro Sekunde? Samt? Sieht man aber nichts, oder? Ach! Das da! Wir haben ein eingebautes Damage-Meter! Okay, da sehe ich dann, was ich für einen Schaden mache. Aber da ich noch überhaupt keine Anhaltspunkte habe, was gut und schlecht ist, bringt mir das sowieso nichts. Okay. Aber das hätte ich jetzt an der anderen Puppe ja auch machen können. Was soll ich eigentlich hier machen? Ich, verlasse ich hier den Bereich oder das ganze Spiel? Aus dem Kampf fliehen. Ja, okay. Ich will jetzt nicht ausloggen. Was ist das? Außerhalb. Verwenden, verlasse den Kampf und erhalte volle Lebenspunkte. Ich will hier wieder raus. Wie komme ich hier wieder raus? Das ist, glaube ich, nämlich ausloggen hier, oder? Nicht. Ah, nein, jetzt sind wir wieder da. Ich glaube, das ist einfach nur, dass man üben kann an diesen Puppen. Jenkins. Doyas alter Herr, ist das der Vater? Och, Doye, mein armer Junge, bitte hilf mir, ihn zu finden. Im Ankerstamm kennt jeder Lorn. Ja? Wenn du neugierig bist, frag jemand anderen. Ich kann nur sagen, dass Lorn der einzige Anführer ist, den ich akzeptiere. Schön, dass man hier mal vorlesen und weiterklicken kann. Die anderen, die so automatisch die Story vorlesen, die sind immer so schnell. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Oh, hat er gerade weitergeredet, weil ich zu lange gebraucht habe? Ich weiß es nicht. Okay, bis jetzt haben wir auch nur die Heiltränke. Okay, das heißt, wir können auch... Also der hatte ja jetzt über dem Kopf nicht irgendwie, weil er keine Quest hat, aber wir konnten Infos von ihm bekommen, ne? Über irgendwas, das uns vielleicht interessiert. Aber nur, wenn sie so einen Namen über dem Kopf haben. Die ohne Namen, die sind halt einfach irgendwelche Statisten, sage ich jetzt mal. Ohne besondere Dinge. Die haben alle hier schon Titel, ne? Die Leute. Vielleicht kriegen wir auch bald einen. Ich habe mal alles eingestellt, dass man sieht, was sie für einen Titel haben, ob sie in einer Gilde sind und so, weil mich das jetzt einfach interessiert, wie das hier aussieht. Aber wenn mir das ein bisschen zu viel wird, weil dann halt hier überall nur die Namen und der Text sind, dann lasse ich das. Dann schalte ich es wieder ab. Also, die blauen Namen sind NPCs, die weißen Namen sind Spieler. Jenkins ist ein NPC. Echte Gegner sind kein Risiko. Sie wissen, wie man kämpft. Kannst du mir was über Zentauren erzählen? Die Zentauren haben schon länger auf diesem Land, leben schon länger auf diesem Land als wir, na und? Hier gibt es riesiges, fruchtbares Land. Aber anstatt es für die Landwirtschaft zu kultivieren, plündern die Zentauren die anderen Völker. Wann zum Teufel werden sich diese dreckigen Kreaturen besser benehmen? Ach, das gilt auch für die Gnolle. Sie sind genauso faul und gewalttätig wie die Zentauren, wie in allen Spielen, ne? Ich muss härter trainieren, damit ich ihnen den Hintern versohlen kann, wenn sie es nochmal wagen herzukommen. Okay. Dann können wir aber auch mit dem hier sprechen. Duland? Die Gnolle werden jederzeit angreifen, also nimm dich vor ihnen in Acht. Erzähl mir was über die Gnolle. Die Gnolle belästigen uns schon seit einiger Zeit. Aber damals hatten wir die Situation noch unter Kontrolle.
Wir hatten nie Angst vor den unzivilisierten Kreaturen. Ich wäre der Erste, der sie verprügelt, wenn der Befehl erteilt würde. Ich frage mich, ob ihre Zähne schärfer sind als meine Axt. Aber wenn die hier schon so lange sind, müsste er doch bestimmt schon mal mit einem Zentauren zusammengeraten sein, oder? Hier gibt es ziemlich viele Gnolle, also sei vorsichtig. Es ist sehr gefährlich, von ihnen umzingelt zu werden. Oder Gnolle. Der sieht wichtig aus. Ich glaube, dass Lorne ein besserer Anführer für den Tata-Stamm sein könnte. Wer ist denn der Aktuelle? Wir fragen ihn mal nach, nicht nach Lorne, sondern über den Altar. Man munkelt, dass du und Lorne nach dem Streit am Altar Freunde geworden seid. Ach ja, das war der Altar, wo wir uns getroffen haben. Ich bin mir sicher, dass Lorne und die anderen es auch ohne deine Hilfe schaffen. Der Altar ist für den Ankerstamm sehr wichtig. Was den Grund angeht, du wirst ihn erfahren, wenn es soweit ist. Vielleicht, wenn sie mehr Vertrauen haben zu mir. Da hinten steht noch eine nervöse Wache. Aber schön, dass man das so weit sieht, dass da noch irgendjemand ist, mit dem man sprechen kann. Aber der hat wahrscheinlich auch Schiss vor den Zentauren oder Gnollen. Aber wir können mit ihm aber nicht sprechen. Vielleicht kommt dieser später mal wichtig. Ich glaube, ich habe hier gerade was glitzern sehen. Was zum Lesen. Vielleicht ein Kontinentalkodex. Vielleicht ein Stück Tagebuch. Bin seit vielen Jahren Arzt, aber es ist das erste Mal, dass ich versuche, einen toten Mann zu heilen. Uha. Da müsste ja jetzt auch was in unserem Kodex stehen. Unordentliche Notizen. In meinen vielen Jahren als Arzt habe ich unzählige Patienten geheilt, aber es ist das erste Mal, dass ich eine tote Person behandle. Also quasi eine Untote? Ich muss es versuchen, da der Häuptling so großes Vertrauen in mich hat. Zumindest kann ich studieren, wie eine tote Person wieder zum Leben erweckt wird. Sollte man das? Beim Geist der Natur, ich habe nicht die Absicht, die Toten zu beleidigen. Vielleicht war der Tod von Mond einfach ein Irrtum. 1 von 4. Aber ich kann hier nicht umblättern. Warum leuchtet das hier so? Das sieht aus wie ein Haken. Aber wenn ich Return drücke, dann hüpfe ich nur. Okay, aber ich denke, wir müssen einfach noch mehr finden. Also, gut umschauen hier. Oh, da oben flimmert auch wieder was. Jetzt hier den Berg hochgelaufen, oberhalb vom Dorf. Ein Sammlerstück. Ich habe hunderte von Medikamenten ausprobiert, aber keines davon hat funktioniert. Mond geht es kein Stück besser. Das müsste auch von der Ärztin sein, ne? Er ist ein totgeweihter Mann, der jeden Moment sterben kann. Was um alles in der Welt hält ihn am Leben? Sein starker Wille als Krieger vielleicht? Wünschte, ich könnte etwas für ihn tun, um sein Leiden zu lindern. Das wäre natürlich cool, dass egal welches von dem Set man findet, man immer die richtige Reihenfolge findet, weil ich finde es immer blöd, wenn man dann jetzt zum Beispiel so wie in New World die Zettel findet und das ist dann halt nur ein ganz bestimmter Zettel und dann hat man die Geschichte durcheinander und meistens kommt man gar nicht mehr richtig dazu, das im Nachhinein dann nochmal in Ruhe durchzulesen, weil man den Kopf schon wieder bei anderen Dingen hat. Und hier, also wenn das tatsächlich so wäre, fände ich das ziemlich cool. Wenn man dann halt zwar von dem Set 1 findet, aber halt einfach die nächste Seite, damit man den Zusammenhang hat. Wobei sie ja jetzt auch erst immer von dem toten Mann gesprochen hat und jetzt lebt er noch. Boah, das mit dem V-Sync finde ich aber auch schon sehr nervig. Ich hoffe, die bauen da mal noch ein bisschen mehr Grafikoptionen ein. Im Moment sind die noch sehr rudimentär, muss ich sagen. Also auch mit der Auflösung, mit Fenstermodus und allem ist noch so ein bisschen meh. Was ist denn das hier? Ist ein Tempel? When this target appears, eliminate it first. War das jetzt der Silberzahn? Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Also
mal sehen, was ist denn das? Sieht man das hier? Oder auf der Karte müsste man das doch sehen? Glaubenstotem. Weiter mit Doppeltippen. Niedrige Stufe. Automatische was? Wegfindung nicht verfügbar. Ah, dann kann man das doppelklicken und dann kommt man da automatisch hin. Jetzt habe ich den natürlich... Da oben glitzert auch was. Wir müssen auch nach oben gucken und wir müssen Hüpfsachen machen. Wer hätte es gedacht? Wir müssen noch genauer gucken. Wie kommt man denn da hoch? Also hüpfen, so hoch hüpfen können wir. Also eventuell eine von diesen Bändern hoch. Aber das geht, glaube ich, gar nicht, weil die senkrecht stehen. Nee, geht nicht. Wundert euch nicht, ich bin ein bisschen verschnupft. Falls ich manchmal verschnupft klinge, ihr dann ja. Liegt es daran, etwas schniefig? Vielleicht kann man ja irgendwann mal auch segeln oder schweben oder fliegen oder ich weiß nicht. Jetzt gucken wir mal, ob wir von innen eventuell aufs Dach kommen können. Aber das sieht mir nicht so aus. Man kann nicht nach senkrecht nach oben gucken. Aber irgendwie muss es ja gehen, dass man aufs Dach kommt, normalerweise. Frage ist, wie? Kann man auf so einem Stoff, auf so einer Stoffbahn überhaupt laufen? Man kommt doch gar nicht hoch. Das Wasser sieht auch noch ein bisschen arg künstlich aus. Also... Es ist halt einfach noch eine Beta oder ein Early Access. Das heißt, das ist jetzt hier noch nicht alles so 100%. Ach, wie könnte man denn da drauf kommen? Ich weiß halt auch nicht, was man hier alles kann. Wenn man jetzt wüsste, ah ja, dann mit Level 5 oder mit Level 10 oder so, kriegt man zum Beispiel einen Gleiter. Wobei, das ist ja schon ziemlich exponiert, der Punkt. Viel höher kommen wir gar nicht mehr. Oder sind wir in irgendeiner Leiter oder einem Seil vorbeigelaufen? Oder wir kriegen irgendwann so einen Double-Jump-Skill oder sowas. Ne? Guck mal, der sucht auch. Der Peperoni, oder? Nee, der springt hier in der Gegend rum. Jetzt Silberzahn, Steuerung 1. Wenn ich jetzt Steuerung 1 klicke. Hey? Aber der ist doch sonst wo. Kann ich von hier Schaden machen? Ja, wohl kaum. Hä? Was war das? Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, ob man hier irgendwo hochsteigen kann. Da oben ist ja so ein Ring, aber den kann man, glaube ich, auch gar nicht benutzen. Wenn wir jetzt so ein bisschen weiter weggehen, also hier oben, ne, seht ihr es? Da leuchtet es, da liegt ein Zettel. Also irgendwie, irgendwann muss man da hochkommen können. Da ist ein Totem. Ah, deswegen Stufe noch zu niedrig. Stufe 8 hieß es, glaube ich. Oder weiß nicht was. Dann geht das. Okay, dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und wir gucken uns mal weiter um. Ob wir noch was Spannendes finden. So, ich kriege gerade wieder Kontinentalkodex. Deine Wiese. Also man kriegt eigentlich schon ziemlich weit weg. Eine Nachricht, dass da irgendwo was liegen muss. Wir waren auf Moons Beerdigung. Der arme Häuptling. Er hat sein einziges Kind verloren. Oh, deswegen wollte sie ihn unbedingt retten. Weil es der Häuptlingssohn war. Und dann vielleicht sogar der Wunsch, ihn wiederzubeleben. Ach nein, das ist jetzt das Tagebuch. Lisa hat während der Beerdigung viel geweint. Schließlich sind die beiden zusammen aufgewachsen. Wenn ich bei der Verteidigung meines Stammes sterbe, wird sie auch um mich weinen. Okay. Aber hier können wir gar nicht weiterblättern. Ah, hier. Unordentliche Notizen. Oh, das heißt, hier gibt's... Ah nein, das ist Silberstadt. Akaschlucht. Schlucht.
gibt's 6 Sachen. Und in Silberstadt gibt's wahrscheinlich viel mehr. Ne, 5. Und dann gibt's einen Nebelwald. Erstmal. Mehr erstmal nicht. Unten gibt es wieder eine Quest, aber wir bleiben erstmal hier und gucken ordentlich herum. Man sieht es auch auf der Karte, wenn man an einem vorbeigelaufen ist und ihn übersehen hat, dann sieht man hier so ein aufgeklapptes Buch. Auf dem Radar. Nach so vielen Jahren haben die Zentauren wieder angefangen, uns anzugreifen. Gorgeous. Kann man direkt, ich muss mal probieren, wenn man direkt draufklickt, ob man dann nicht hier den Kodex extra öffnen muss, sondern dann da direkt hinkommen. Viele von uns wurden verletzt, einige werden sogar vermisst. Isas Bruder wurde auch in den Kampf gegen die Zentauren geschickt. Wollte selbst gehen, aber der Häuptling sagte, ich sei nicht alt genug. Ich hoffe, es geht allen gut. Dieser Haken hier unten. We attended Moon's funeral. My poor chief. After all these years, the centaurs are attacking us again. Okay. So, ich denke, in der Stadt sind wir durch. Süßes Häschen. Ich will die alle mit ihren Mounts drüber. Sprechen wir mal mit Riva. Der Häuptling bat mich, eine große Anzahl wilder Wolfsherzen zu sammeln. Willst du mir helfen? Ach, ja, wir müssen ja sowieso Wölfe schnetzeln. Ihr müsst die beiden Fremden sein, die heute unseren Stamm besuchen sollten. Ich habe von euch gehört. Ihr habt Lorne sogar geholfen, die Zentauren zu besiegen, nicht wahr? Da ihr mächtig genug seid, um dieses Kunststück zu vollbringen, darf ich euch um einen weiteren Gefallen bitten. Vor kurzem haben die zuvor in dieser Gegend verstreuten Wölfe begonnen, sich zusammenzuschließen. Das ist eine größere Bedrohung als selbst die Zentauren und die Knolle. Wölfe? Okay. Gerüchten zufolge gibt es unter ihnen einen furchteinflößenden Wolfskönig. Ja, von dem haben wir auch schon gehört. Der Einzige, der eine Begegnung mit der Bestie überlebte, sagte, dass sie scharfe Zähne hatte, die im Mondlicht bedrohlich wie Silber schimmerten. Daher wird er Silberzahn genannt. Der König ist ziemlich gerissen und zeigt sich nie offen. Ein Angriff auf die jüngeren Wölfe sollten ihm aber eine Lektion erteilen. Denke daran, ihre Herzen zurückzubringen. Das ist der Befehl des Häuptlings. Ich bin mir nicht sicher, warum er sie will, aber vielleicht hat es etwas damit zu tun, wie sehr er sie hasst. Und dann bekommen wir irgendein Accessoire, einen Ring oder sowas. Diese Täubchen hier sind auch süß. Extra ein Nest bekommen. Wäre irgendwas? Nö. Hinten ist noch ein armer Bauer. Aber hübsche Pferdchen. Sieht man das, was der für ein Level hat? Oder die? Oder sind das irgendwelche Shop-Sachen? Oh! Erinnert mich an WoW und die eine West in Pandaria, wo man diese hier, wo man diese Hügel da wegmachen muss. Vielleicht hat er ja was für uns. Nö. Noch nicht oder generell nicht. Aber ich glaube, wir sollen erstmal jetzt das mit den Wölfen machen. Sieht halt schon sehr Palia-mäßig aus, oder? Ich habe jetzt mal die Spielernamen ausgeschaltet. Aha, wieder ein Buch irgendwo oder ein Zettel. Weil das halt doch ein bisschen viel ist. In letzter Zeit will niemand mit mir rumhängen. Mir ist so langweilig. Tatsächlich, anklicken. Aber es ist nicht mehr. Und wir können nicht blättern? Lisa gave me a gift. It's a handmade journal. We attended Moon. After all these people don't want to. Ja, es ist tatsächlich nur dieser Text. So boring. Okay, sowas schreibt man natürlich auch ins Tagebuch.
wenn es einem auf dem Herzen liegt. Ich denke mal, später sind die vielleicht ein bisschen besser versteckt. So, oh Gott, wie die spawnen. Okay, ich krieg die... die fallen ja schnell um. Ich krieg die sofort ins Target, wenn ich schieße. Wilder Wolf. Im Laufen und überhaupt und Bluten tue ich auch automatisch. Vernichte Wölfe. Oh, da ist der Silberzahn. Dodge. Nee, das wäre ein Kämpfer cool, aber wenn man einen Tank hat, zumindest. Uiuiui, wo judge denn der hin? Aber ich finde es schon mal sehr schön, dass man im Laufen schießen kann, aber das wird wahrscheinlich mal essentiell. Oh, wir können hier... Wir haben was gelootet. Handschuhe, oder? Von ihm. Er hat was gedroppt. Anderes. Okay, das sind die Quest-Items. Ausrüstung. Habe ich das gleich angelegt? Warte mal, ich glaube... Hier. Die Handschuhe? Jäger-Lederhandschuhe? Ja, hier. Das heißt, ich hatte bis jetzt keine an. Also mir fehlen hier noch... Keine Ahnung, das müssten Schmucksachen sein, oder? Aber könnte man den jetzt farmen, sozusagen? Und dann droppt er immer was Hübsches? Brauchen wir noch Herzen? Nee, ich glaube, da sind wir fertig. Geh zum schwarzen Brett und reiche die Quest ein. Sprich mit Priva. Sprich mit Lorn. Das will ich aber jetzt testen, ob der jetzt nochmal was droppt oder nur einmal was gedroppt hat. Will was sehen. Ah oh nein, Hilfe! Also die Steuerung ist noch so ein bisschen mehr, wenn man was anderes gewohnt ist. Aber meistens kommt man ja dann doch ganz gut rein. Nee, diesmal haben wir nichts bekommen. Oder hat... Nö, die Quest hat sich nicht automatisch beendet. Ja, na komm, dann gehen wir nochmal ab. Da liegt nochmal eine Seite. Okay. Der war ganz schön schlampig mit seinem Tagebuch. Es sind immer mehr Mitglieder des Stammes verschwunden. Immer mehr Mitglieder werden vermisst, was normal wäre, wenn das auf dem Schlachtfeld geschehe. Aber viele von ihnen waren keine Soldaten. Und einige von ihnen waren Jünglinge, wie ich. Wie konnten sie einfach grundlos verschwinden? Ich vermute, dass es die Zentauren waren. Oder es ist das Werk der üblen Gnolle. Wir werden bestimmt noch zu den Gnollen geschickt. Jeder leistet seinen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen. Ich sollte auch meinen Teil für den Stamm tun. Da müsste man jetzt hier ja komplett nochmal außen entlang gehen. Gucken, ob da noch mehr Zettel liegen. Aber so Farmen für Loot und sowas gibt es hier, glaube ich, gar nicht großartig. Ich meine, okay, wir hatten jetzt die Handschuhe. Ich weiß nicht, ob das so ein Zufallsdrop war, den auch hier die hier droppen könnten. Aus dem Kampf fliehen? Ich laufe halt einfach weiter. Oh, das riesige Gerippe da hinten. Was ist das? Ein Drache? Das ist ein Drache, ne? Der Häuptling bat mich, eine große Anzahl wilder Wolfsherzen zu sammeln. Wirst du mir helfen? Haben wir schon. Guck mal hier. Oh, du hast es wirklich geschafft. Ich war ein wenig besorgt, aber anscheinend grundlos. Sind das die Wolfsherzen, die du gesammelt hast? Lass mich sehen. Tut mir leid. Bitte entschuldige, dass ich die Fassung verloren habe, aber ich konnte wirklich nichts dagegen tun. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass die Wölfe für eine Weile in die Schranken gewiesen wurden. Danke.
Ich werde diese beschleimigen Dinger dem Häuptling übergeben. Auf Wiedersehen, Abenteurer. Okay, bitteschön. So, wir haben jetzt... Da steht auch ein Pfeil, dass es mich verbessert. Aber wir haben das... quasi das andere Teil, was wir ablegen. Es sei denn, wir hatten gar nichts an. Das könnte natürlich auch sein. Was haben wir denn jetzt? Das hier. Ja, ich glaube, da war vorhin leer. Ist das ein Gürtel? Ein Gürtel, oder? Wobei, nee, Gürtel kommt wahrscheinlich hier hin. Ah ja, da fehlt noch einiges. Schultern nehme ich mal an, auch wenn man hier Schultern sieht. Aber die gehören vielleicht zum Brustteil. Schultern, Gürtel, Schuhe. Oder hier noch Hosenbeine, Schuhe. Keine Ahnung, weil das sind zwei Sachen. Und da würde ich jetzt sagen Schmuck. Schmucksachen. Das ist unser Stein. Ach, wir werden es schon noch sehen. Ja, man kann tatsächlich schneller laufen mit dem Jägerspeed und dem Spurt. Lorne, this is the order from the chieftain. I'm only performing the routine. Was geht's? Persönliche Wache des Häuptlings Bieger. Oh, wir geben erstmal am Brett ab. Das Kopfgeld ist bereit. Ein Aufruf an Krieger und Abenteurer, dem Stamm bei der Beseitigung von Bedrohungen zu helfen. Hier. Wir liefern ab und kriegen einen Gürtel, sogar einen blauen. Den legen wir gleich mal an, denn wir haben keinen. Ja. Hier den Gürtel. Ah, im Charakter selber sieht man keine Veränderung, oder? Was hat die vorhin schon angehabt? Meine ich. Ich meine, wenn wir jetzt hier... Oh, mal auf die Seite und dann das Inventar. Und dann müssten wir ja eigentlich Sachen hier reinpacken können, so. Nee, sieht man keinen Unterschied. Handschuhe. Wir haben also ein Skin, wie wir halt aussehen... unverändert. Und man sieht es an der Figur nicht. Vielleicht sieht man es nach dem Level up. Man sieht ja auch, die Charaktere sehen ja auch alle gleich aus, ne? Also die Klassen sehen alle, sieht die genauso aus wie ich hier. Dass man vielleicht erst durch Level up dann sieht, wenn jemand... was weiß ich, Stufe 10 hat oder so, dass er jetzt halt einfach mächtiger ist, was ich aber langweilig fände. Wobei, so sparen sie sich natürlich auch, Rüstung zu designen. Ich weiß nicht. Warten wir es mal ab. Okay, dann gehen wir hier ab. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich habe den Bericht der Wache gehört, dass du den Dorfbewohnern geholfen hast, viele schwierige Probleme zu lösen. Naja, so viele waren es gar nicht. Ich hätte nicht erwartet, dass du in so kurzer Zeit im Stamm berühmt werden würdest. Naja, eher bekannt, weniger berühmt. Sogar der große Häuptling hat seine persönlichen Wachen für dich geschickt. Aber ich bin nicht wie andere. Ich vertraue keinem Fremden. Sagen wir einfach, ich kenne jeden deiner Schritte hier. Er beobachtet uns. Sei nicht böse, ich tue es für die Sicherheit des Stammes. Der schwarze Turm hat seit seinem Erscheinen giftiges Gas freigesetzt, um die Erde zu zerstören. Glücklicherweise haben unsere Vorfahren einen Altar hinterlassen, der mit den alten Ritualen die Ausbreitung des Gases ein wenig verlangsamt hat. Im Moment kann ich keine Überraschung ertragen, aber eine grobe Ahnung, weshalb du nach Ankash gekommen bist. Ich werde dir einige Informationen geben, da du zuvor geholfen hast. Der Stamm besitzt einen heiligen Stein, der von Generation zu Generation weitergegeben und vom großen Häuptling aufbewahrt wurde. Ob du ihn davon überzeugen kannst, ihn hervorzuholen, ist dein Problem. Such ihn auf und nimm dies als Belohnung für deine Hilfe für den Stamm.
Wähle eine Belohnung aus. Stiefel. Jägerring. Ausdauer. Geschicklichkeit. Ich nehme die Geschicklichkeit. Die Hose haben wir ja schon. Nein, das sind die Stiefel. Stiefel aber keine. Egal. Wir nehmen den Ring. You should see the chieftain yourselves. I'm not coming or a row could start. Ihr solltet selbst zum Häuptling gehen. Ich komme nicht. Sonst kommt... Könnte ein Streit ausbrechen. Schließlich war er voll und ganz mit dem schwarzen Turm beschäftigt. Geht den Hang nach oben. Dort findet ihr das Zelt des Häuptlings. Bitte beeilt euch, der Häuptling wartet schon eine Weile. Ah, da war ich noch gar nicht. Dann wollen wir uns mal beeilen. Möglicherweise hat der Feind mich ins Visier genommen, denn ich habe in letzter Zeit immer das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Oh, interessant, denn er ist ja auch verschwunden, ne? Das bedeutet, dass der Ankerstamm Feinde im Inneren hat. Das ist schrecklich. Glücklicherweise habe ich es rechtzeitig dem Häuptling gemeldet und er hat mir Mut gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass wir den Stamm beschützen können. Von nun an werde ich mich unauffällig verhalten und hoffe, dass jemand mein Tagebuch findet, falls ich jemals in Schwierigkeiten geraten sollte. Hat er deswegen überall seine Seiten verteilt? Ich tatsächlich deswegen. Hallo Häuptling. Willkommen beim Ankerstamm. Ich bin Häuptling Sadguna. Lorn ist der einzige Sohn meines Bruders. Ah, das ist also sein Onkel. Aber er mag ihn nicht, ne? Oder er hat Händel mit ihm. Er beschützt nur den Stamm und meint es nicht böse. Ich habe gehört, dass ihr den heiligen Stein sehen wollt, also habe ich ihn herausgeholt. Da, er liegt auf dem Tisch. Der heilige Stein war nicht für die Augen von Fremden bestimmt, aber ihr habt die Zentauren abgewehrt und den Dorfbewohnern aus der Not geholfen. Der Ankerstamm zahlt seine Schulden immer zurück. Seht ihn euch an, Geist der Natur. Hoffentlich ist er nützlich. Soll ich ihn mir anschauen oder nehmen? Ich glaube, wir sollen nur angucken, ne? Oh, dürfen wir ihn auch anfassen? Hier, das ist der heilige Stein. Das ist deinem beschrifteten Stein? Ähnlich? Nein, überhaupt nicht. Oh, sie reagieren aufeinander. Warte, ist das... Du hast die gleiche unglaubliche Kraft wie unsere Vorfahren. Diejenigen, die du vom Schicksal auserwählt wurden, werden ewig in Erinnerung bleiben, die wie du ausgewählt wurden. Leider haben wir dieses Mal die Anweisung nicht erhalten. Ich denke, wir haben den falschen Zeitpunkt gewählt. Die Legende besagt, dass die Verbindung unserer Vorfahren mit dem heiligen Stein in Vollmondnächten am stärksten war. Erinnerst du dich an die Führung des beschrifteten Steins? An die Führung? Ich sag mal, nö. Die Anleitung des beschrifteten Steins erwähnt die dunkle Seite des Mondes. Vielleicht hat es etwas mit einer Vollmondnacht zu tun. Oder Neumond. Ich lade euch ein, eine Weile hier zu bleiben. Vielleicht lösen sich am Ende alle Probleme von selbst. Dunkle Seite ist ja eigentlich der Neumond. Das wäre natürlich schön. Was ist da draußen los? Ach, wir werden wieder angegriffen. Es sind entweder die Zentauren oder die Gnolle. Wir sind heute schon auf die Zentauren gestoßen. Schon wieder? Ausgerechnet jetzt? Der schwarze Turm hat viele Verletzungen verursacht. Wir müssen einen Teil unserer Truppen verlagern, um den Altar zu bewachen. Oder mussten. Das hat unsere Verteidigung geschwächt. Diese Schurken sind jetzt also noch arroganter als zuvor. Ist das so? Ich fürchte, dass ich weit von der... Das ist Wahrheit von der Wahrheit entfernt. Wann immer die Trompete erklingt, bete ich dafür, dass der Geist der Natur die jungen Krieger segnet und dafür sorgt, dass sie unversehrt zurückkehren. Sollen wir helfen? Okay, dieses Mal werde ich tun, was du sagst.
Wehre die Gnolle ab und es regnet. Hat eben was noch schön. Es scheint aber auch die Sonne. Müsste doch ein Regenbogen zu sehen sein. Ja, ja, ich komme ja schon. Wir laufen mal ein bisschen schneller. Da, Lorne kämpft schon. Ja, wir machen einfach mal. Sieht man bei denen eigentlich Level? Ja, Level 4. Try the new AoE skill. Probier die neue Fertigkeit. Oh, wir sind auch Level 4. Wir können jetzt endlich wieder unseren Pfeil regen. Das ist ganz praktisch, weil da gerade so viele ankommen. Oh Gott, das ist auch ein Gnoll. Yeah, da sterben die Tauren ohne Ende. Okay. Ja, okay, der hält ein bisschen was aus. Oh, schnell weg. Riesiger Kreis, ausweichen. Ja, aber ich bin ja Fernkämpfer, da muss ich nicht aufpassen. Aber jetzt ist er gleich platt. Nimm die Waffe in die Hand und vertreib die unerwünschten Eindringlinge. Was mache ich denn gerade? Er ist eh gleich platt. Lauf, der Boss ist gefallen! Aha, ihr Feiglinge! Die Ankerstamm ist vielen Bedrohungen ausgesetzt und wir danken dir aufrichtig dafür, dass du dem Stamm geholfen hast, den Angriff der Gnolle abzuwehren. Ja, der Stamm muss bewacht werden. Bitte nimm meinen aufrichtigen Dank entgegen. Wir wurden von diesem Angriff wirklich überrascht. Ohne deine Hilfe hätte der Ankerstamm schwere Verluste erlitten. Außerdem, was ich vorhin gesagt habe, bitte nimm es dir nicht zu Herzen. Wir bekommen eine Kette. Der Überfall der Gnolle und Level Up ist äußerst ungewöhnlich und diese Feiglinge waren vorher nicht so gut organisiert. Aber sieh sie dir jetzt an. Sie agieren schnell beim Angriff und geordnet beim Rückzug. Oh, bei dem Gnollhäuptling leuchtet was. Ich habe es während des Kampfes nicht bemerkt. Was ist mit euch beiden? Habt ihr es gesehen? Ja, das komische Totem-Dings da hat geleuchtet, aber ich glaube, er meint was anderes. Linjaril, sieh doch mal nach. Aber sei vorsichtig. Und wir können die Kette gleich anziehen. Okay, was leuchtet denn da? Ja, da leuchtet was. Battle? Oh no. Der schwarze Turm. Das sieht aus wie ein Auge, das auf uns gerichtet ist. Die Lage hat sich verändert. Ich muss sofort zum Altar gehen, um mein Opfer zu bringen. Was das Zeichen angeht, wir werden es herausfinden, auch wenn du nichts sagst. Was? Auch wenn ich nichts sage? Ich muss schnell zum Altar. Du kannst dem Häuptling bitten, jemanden zu schicken, aber bei der Untersuchung hilft. Höchste Alarmstufe! Höchste Alarmstufe! Was das Zeichen angeht, wir werden es herausfinden, auch wenn du nichts sagst. Meint der Lorne? Auch wenn Lorne uns nicht verraten wird, werden wir es rausfinden? Sowas? Gehe zum Zelt des Häuptlings. Viele Leute sahen, wie Mond hier gestorben ist und dann... Toten auferstanden, das ist lächerlich. Ich werde das schwarze Ding früher oder später erstechen. Ich glaube, das hat vielleicht nichts miteinander zu tun, oder? Gelobt sei der Geist der Natur, es geht dir immer besser. Es scheint, dass es sich nach allem, was ich gegeben habe, wirklich gelohnt habe. Ist es der wiedererweckte Sohn? Die Starken werden überleben.
Eines Tages wird Ankash wieder seinen Frieden finden. Du würdest mich auch unterstützen, nicht wahr, mein Sohn? Mond! Und? Mond! Aber er atmet. Wachen, wo sind die Wachen? Bring ihn sofort zum Priester. Ach, man sollte dem Tod kein Schnippchen schlagen. Das ist nie gut. Er ist wie ein Zombie nach einem Kater. Der Sohn des Häuptlings, was ist mit ihm? Moon scheint normal zu sein, abgesehen von seinem schlechten Gesundheitszustand und seinem noch schlechteren Geisteszustand. Aber ich weiß, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Egal. Der Häuptling kümmert sich um ihn und hat keine Zeit, uns bei der Untersuchung zu helfen. Moment, ich glaube, Mond hat etwas dort liegen gelassen, wo er war. Schauen wir uns das mal an. Na, welch ein Zufall. Im Bett liegt etwas. Das ist wie eine Rune oder sowas. Seltsame Markierungen, Menschen, die von den Toten aufstehen und jetzt auch noch Spinnen? Welche Überraschungen stehen uns noch bevor? Ist das ein Spinnenfaden? Ich habe noch nie von Spinnen in der Ankerschlucht gehört. In dem alten Volkslied heißt es, wenn die Kinder der dunklen Welt und die verfluchten Kreaturen auf der Erde wandeln, wird die Welt keinen Frieden mehr erfahren. Spinnen sind hier ein schlechtes Omen. Du fühlst es auch, nicht wahr? Alles Ungewöhnliche deutet hier auf den schwarzen Turm hin. Aber es macht keinen Sinn zu raten. Wir müssen genauer hinschauen, um herauszufinden, ob alles zusammenhängt. Und die Vorgehensweise? Nun, ich habe eine Idee. Mir nach! Let's go. I noticed two Mirage Ravens by the entrance when we came in. Gehen wir. Ich habe zwei Illusionsraben an der Tür entdeckt, als ich hier ankam. Wenn ich ihn mir jetzt ausleihe, sollte der Besitzer das verstehen, oder? Ja, mir ist schon aufgefallen, dass die hier sitzen. Ich glaube, vorhin, wo wir das erste Mal hier hochgelaufen sind, waren die nicht hier. Ich würde mich gerne hier noch ein bisschen hier hinten umschauen, bevor wir uns da drauf setzen. Denn das da hinten. Da oben waren wir auch noch nicht. Wie kommt man denn da hoch? Vielleicht gibt es doch noch sowas wie ein Double Jump oder so. Oder es gibt ganz einfach einen Weg da hoch, den wir noch nicht entdeckt haben. Dann schwingen wir uns mal auf so ein Viech und schauen uns den Turm, weiß nicht, von nahem an. Ich weiß nicht, ob das ratsam ist, aber es erinnert auch so ein bisschen an Teso, ne? Also an Elder Scrolls Online mit diesen Kettendingern, die da aus dem Himmel hängen. Es fühlt sich an, als ob etwas versucht, alles zu verschlingen. Pass auf, dass du nicht von den Mächten der Finsternis überwältigt wirst. Schau dir das Zeichen an. Das gleiche haben wir auf dem Gnoll gesehen. Es sieht so aus, als wäre die Wiederbelebung von Mond kein Zufall gewesen. Alle seltsamen Phänomene sind mit dem schwarzen Turm verbunden. Wie, den Tentakeln? Es ist Lorne. Er versammelt die Leute unter dem schwarzen Turm. Ich glaube, da ist was im Busch. Sehen wir mal nach. Es gibt was zum Lesen. Wir lesen zuerst, bevor es hier wieder weiter... Bevor wir hier wieder weiter springen. Ein Wegpunkt. Vielleicht wieder unser Tagebuchschreiber. Lisa ist missing. Lisa wird vermisst. Beruhige dich, Doria. Du wirst sie finden und zurückholen. Ah, vielleicht ist er sogar freiwillig losgelaufen und gar nicht gekidnappt worden.
Bist du bereit, mit mir die düstere Höhle zu betreten und den Minotauren zu helfen, Lösungen für die Krise um den Schwarzen Turm zu finden? Euch ist auch die Markierung auf dem Schwarzen Turm aufgefallen, oder? Es scheint, dass der Turm alles verflucht hat. Ich muss ihn zerstören, bevor das toxische Gas meinen Stamm erreicht. Werdet ihr beide mit mir die düstere Höhle betreten und uns helfen, einen Ausweg aus der Krise um den Schwarzen Turm zu finden? Aber sicher doch. Die düstere Höhle liegt unterhalb des Schwarzen Turms und das Unbekannte bedeutet Gefahr. Es wäre klug, 2 weitere Leute anzuheuern. Okay. Tippe auf Navigation, um die düstere Höhle zu betreten. Ja, aber kommen die jetzt nicht mit, Lorne und Jaya? Öffne den Fertigkeitenbildschirm. Ziehe eine Fertigkeit, um ihre Position anzupassen. Wildschuss, Wimpernschuss, Werte beschwören. Also das sind die Sachen, die wir hier haben. Verbessern. Wir haben hier oben Silbermünzen, die wir ausgeben können. Gezähmte Bestie. Crit und Combo werden automatisch umgewandelt, wenn die Spezialisierung gewechselt wird. Können wir ein Video gucken? Tatsächlich. Die Spezialisierung, gezähmte Bestie. Fertigkeit Wildschuss. Können die Kooperationswertung auf... Blablabla, so schnell man kann kein Mensch lesen. Also es gibt halt bestimmte Kombos und wenn man die drückt, dann lösen die wieder was anderes aus, ne? Muss der Spieler entscheiden, wann er den Grimm und damit die Dauer der beschworenen Bestien aufgefrischt werden kann. Da ist so viele Bestien... Ach, dann kann man immer mehr Bestien... Ach du Schande. Wenn man es aufrecht erhält und das Tier dann länger da ist, bis man schon wieder das nächste rufen kann und dann hat man mehrere Tiere. Oh Gott. Solche Sachen mag ich ja gar nicht. Die sind mir immer so ein bisschen... Okay, ich kann mir jetzt aussuchen, was ich davon verbessern will, oder? Alles verbessern? Nö, ich kann mir nicht aussuchen. Ich kann nur alles verbessern. Und das hier? Schließe zum Freischalten die Hauptquest ab. Ah, okay. Crit und Combo. Und dann gibt es noch eine Ulti. Linke Jagd. Ah, Q und E. Sprung. Flinke. Sprung. Springe 12 Meter weit. Och, ich dachte jetzt schon hoch. Gibt's denn da noch? Wähle 3 Klassenfertigkeiten aus. Ah, das ist so ein bisschen wie in Diablo 3. Wo man dann, je höher man wird, was freischaltet und dann kann man das nehmen, wenn man das gerne haben möchte. Was soll man denn hier? Genehmige dir eine Erfrischung, also das wäre eine Heilung. Schieße Pfeile auf die Ziele und Rückstoß. Und stoße Gegner im Weg zurück. Entferne sofort alle Wurzel- und Kontrolleffekte von dir. Das ist auch cool. Unterbrich das Wirken eines Ziels. Schieße Seilpfeile, die sich um das Ziel wickeln, wodurch 8 Sekunden lang eine Entschleunigung verursacht wird. Also eher so ein Root. Stelle eine Falle in der Nähe auf, die 20 Sekunden lang anhält. Gegner, die die Falle auslösen, erhalten. Umgehauen. Hier sind eher so Utilities, ne? Also keine Ultimates im Sinne von, ich mache jetzt Monsterschaden. Ja, da wir sowieso noch nicht mal 3 haben, muss ich da nichts aussuchen. Und wir bekommen einen Heiltrank als Dank. Tippe auf Navigation, um die düstere Höhle zu betreten. Ist das unser erster Dungeon? Der normale Schwierigkeitsgrad kostet keine Dungeon-Herausforderungsversuche. Ja, das reicht uns auch. Wir bekommen dann einen neuen Bogen. Oh, das ist cool. Leitfaden.
Die Spinnenkönigin, die sieht ja schon schick aus. Das heißt, wir wissen schon, wen wir hier töten müssen. Der Boss visiert einen zufälligen Spieler an, wirkt Spinnennetzfesseln und macht das Ziel mit dem Spinnennetz bewegungsunfähig. Bei weniger als 40% Leben verwendet der Boss... Was verwendet der Boss Phase 2 und kriecht zum oberen Ende der Höhle, um Dämonenspinnen zu beschwören, die die Spieler angreifen? Die Spinnenkönigin klettert auf die Höhlendecke. Ja, kann man sie dann nicht mehr treffen, oder? Das werden wir dann sehen. Bossfertigkeiten? Giftklinge, Gift, Fesseln, Seidenspray. Okay, und dann gibt es dann verschiedene... Nee, das ist dann die Phase 2, ne? Hier. Mutanten-Dämonenspinne. Schwöre Mini-Mutanten-Dämonenspinnen zur Unterstützung im Kampf. Nach ihrer Geburt versammeln sie sich am Blutteich in der Mitte. Sobald sie den Blutteich betreten, verursachen sie Flächenschaden auf dem gesamten Schlachtfeld. Tötet sie, indem du sie auf sie trittst. Das heißt, sie sollten nicht in den Blutteich kommen. Herausforderungen? Okay, das sind jetzt Tipps, wie man am besten vorgeht, ne? Halte dich außerhalb der Angriffsreichweite, das wird bei mir eh ein Thema sein. Gift auf dem Boden vermeiden und Giftstreuung. Und dann kann man sogar noch ein Video angucken, oder? Nö. Kernmechanismus. Okay, Dungeon betreten. Geschichtsdungeon. Ach, dass das überhaupt ein Geschichtsdungeon ist. Novize 1, das ist wahrscheinlich unsere Fähigkeit. Und wie oft, also wir haben ja hier noch nichts. Wir waren noch nie drin, also müssen wir als Novize hineingehen. Und das ist dann wahrscheinlich... Ah, wie gut wir sind. Im Gegensatz zu, also wenn wir jetzt zum Beispiel 111 Angriff hätten, wäre es idealer, aber haben wir nicht. Ja, aber es würde, glaube ich, passen, ne? Da sind wir sogar drüber und wir haben auch mehr Lebenspunkte. Also gleicht sich's vielleicht wieder aus. Und wenn ich jetzt Dungeon betreten mache, komme ich dann alleine rein oder sucht's jetzt Spieler? Oh, da sind auch noch andere Leute. Bestätigen. Und dann gucken wir uns das mal an. Bin gespannt. Okay, ich finde die Steuerung ein bisschen... Ah, das sind ja jetzt Lorne, Jay, ich und die anderen Camilla und Colton müssten dann andere Spieler sein, oder? Die schon, My magic can heal everyone, but Lorne has to hold back the enemies. Ja, das weiß ich schon, dass du Heiler bist und Lorne der Tank. Wir laufen mal ein bisschen schneller. Sind das die Spinnen? Ah, die können wir dann so zertreten. Aber ich bin allein noch, ne? Ah, ja, okay. Ein Palla und ein Mage sind da noch. Aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Spieler oder NPCs sind. Lass dich nicht entmutigen. Warte mal, wenn ich jetzt stehen bleibe. Ne, laufen wir einfach weiter. Ja, das ist der Schnodder, den wir ausweichen sollen. Und hier sieht man direkt, wie viel Damage, wer viel Damage macht und wer nicht. Und ich so, ja, übliche... Mein Hündchen. Okay, und sie stapfen auch tatsächlich auf die Spinnen. Vielleicht haben wir dann nachher nicht ganz so viele. Wenn wir die jetzt kaputt machen, ich weiß es nicht. Ja, ich komme schon. Ich glaube nicht, dass das Spieler sind, oder? Die laufen so schön hier mit. Und NPCs.
Ja, die hängen da quasi an dem dran. Chief? Oh nee. Der Eigentümer des beschrifteten Steins. Endlich bist du da. O ewiger Herrscher, dein Sieger Sadguna hat die Mission erfüllt, die du ihm anvertraut hast. Indem ich das edelste Opfer darbringe, bitte ich dich, dein Versprechen zu halten. Sein Sohn? Ich hätte nicht erwartet, dass du dahinter steckst. Als unser Häuptling hast du dein Volk in den Abgrund geführt. Heuchler, du hast den Ankerstamm entehrt. Heuchler, ich habe mein Leben damit verbracht, den Ankerstamm zu schützen und habe mehr Invasionen abgewehrt und mehr Leben gerettet, als ich zählen kann. Und was habe ich im Gegenzug erhalten? Als mein Sohn angegriffen wurde, ließen sie ihn einfach sterben. Ich habe gesehen, wie er vom Feind überrannt wurde. Sie sind alle Heuchler. Sie zögerten nicht einmal, meinen Sohn den Tod zu überlassen, damit Lorn der nächste Häuptling werden kann. Apostel wie ich, treuer Diener des Omens, Sarguna. Seine Majestät weiß von deiner Loyalität. Mond wird bald erwachen. Father. Nein, nicht so. Nein, das ist nicht das, was mir versprochen wurde. Ich will einfach nur meinen Mond zurück. Mond wurde von der Majestät ausgewählt. Er wird anderen Zwecken dienen. Ich sag doch, man sollte sich da nicht einlassen mit solchen Dingen. Töricht. Jetzt wird er sterben und dann wird Lorn sowieso der Häuptling. Ja, befrei uns. Danke. Haltet sie auf! Ja, das ist Zombie-Mond. Oh Gott. Ist ja auch noch so durchsichtig. Ich will da raus. Ein bisschen Abstand hier, dass wir was sehen. Dacoris. Ja, schnell weg. Ich wollte gerade sagen, so von hinten angreifen ist, glaube ich, ganz gut. Und jetzt hat sie sich umgedreht. Macht ihr Gift eigentlich was? Ich meine, müsst ihr eigentlich so ziemlich immun sein. Zerbricht das Spinnenei. Welches? Das da. Ein Spinnennetz. Das mit dem Kameradrehen ist. Jetzt sind wir in der Phase 2. Hängt sie da oben? Aber wir können sie gar nicht treffen. Kleine Spinnen zerstören. Wir sollen drauf treten, so wie vorhin. Können wir rennen? Nee. Oh, bevor sie hier hinten drin sind. Mist. Deine Lebenspunkte. Oh. Ja, ich merke schon. Ich weiche den Giftspritzern aus. Ich bemühe mich. Aber ich meine, wir haben ja einen Heiler dabei. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich da mal angekratzt bin. Jetzt müsste ja wieder runterkommen. Meine Tierchen. Man hat immer so gesagt, was man tun soll. Bleibe von den Giftspritzern weg. Ich hoffe nur am Anfang. Ich
glaube, dieser Pfeilregen ist so ziemlich am coolsten bis jetzt. Gefühlt, also dass das man merkt. Tja, gute Miene. War doch kein so guter Deal, oder? Oh, was ist das? Ist das jetzt kleiner geworden oder einfach nur wieder zurückgegangen? Chieftain, Häuptling? Ich verdiene es nicht mehr, Häuptling genannt zu werden. Lorne, die Zukunft von Anka schlägt in deinen Händen. Ich muss meine Sünden alleine tragen. Aber Mond, er hat nichts Falsches getan. Ja, dann lass ihn doch in Frieden ruhen. Bitte rette ihn. Das ist mein Wort. Das heißt, er stirbt jetzt sowieso. Kann seine Sünden nicht mehr für seine Sünden büßen. Es sei denn da, wo er jetzt hinkommt. Düstere Höhle, wir sehen eine Übersicht. Vergiss die Truhe mit Beute nicht. Lini, also wie viel Schaden man gemacht hat. Naja, so mittelmäßig. Heilung, ich habe natürlich nichts geheilt. Und, was ist das? Irgendwas mit Schaden? Keine Ahnung. Okay, 7 Minuten haben wir gebraucht. Ich kriege keine EP, warum auch immer. Vielleicht zu schlecht oder im Story-Modus nicht. Oh, eine dicke Schatzkiste. Hoffentlich ist doch was Gutes drin. Ach, den Bogen, den sie mir versprochen haben. Dann ziehen wir den gleich mal an. Oh, in der Kiste ist noch eine Kiste. Oh, Gold und Edelsteine. Öffne die Truhe und tippe zum Verlassen auf Navigation. Sonst ist hier ja nichts, ne? Nee. Willst du den Dungeon verlassen? Ja. Wir sind wieder im Dorf. Es wird Abend. Lorns Stellvertreter, aber jetzt müsste ja Lorne, trifft dich mit Lorne? Oh doch, da ist er. Da. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste Lorne ja im Häuptlingszelt sitzen, aber nein. Preist den Geist der Natur. Ihr seid sicher zurückgekehrt, vom großen Geist der Natur gesegnet. Vielen Dank, dass ihr der Sache ein Ende bereitet habt. Wir haben gehört, was in der düsteren Höhle passiert ist. Wer hätte gedacht, dass Satguna dahinter steckt? Tja. Danke für eure Hilfe, es hat gut geklappt. Hier ist deine Belohnung. Lorne holt den beschrifteten Stein des Ankerstammes hervor. Ich kann sein volles Potenzial nicht ausschöpfen, aber in deinen Händen könnte er Tarisland retten. Obwohl ich weder Priester noch Prophet bin, habe ich eine starke Ahnung, dass Tarisland von einer gewaltigen Verwandlung steht. Und du hast den Schlüssel zu dieser Veränderung. Zögere nicht und nimm den Stein. Ich habe gehört, dass etwas Wunderbares passiert ist, als du ihn das letzte Mal berührt hast. Vielleicht habe ich dieses Mal das Privileg, dabei zu sein. Vielleicht wollten die Steine sich ja irgendwie vereinigen oder so? Nutze schnell den beschrifteten Stein. Die Träume und der Ruhm der leuchtenden Stadt sind rot verfärbt. Was? Die Träume und der Ruhm der leuchtenden Stadt sind rot verfärbt. Was immer das uns sagen möchte. Ist das ein göttliches Wunder? Du bist definitiv keine gewöhnliche Person. Die Träume und der Ruhm der leuchtenden Stadt sind rot verfärbt. Der beschriftete Stein scheint dich zu warnen. Ich denke, mit der leuchtenden Stadt ist Silberstadt gemeint. Bezüglich der anderen Informationen habe ich keine Ahnung, aber die Sternenlichtakademie in Silberstadt genießt seit langem den Ruf, die besten Gelehrten der Welt zusammenzubringen. Möglicherweise erhältst du von ihnen Antworten. Brich nicht sofort auf, es wird noch einige Zeit dauern, bis das Schiff in Silberstadt anlegt.
Wohin du auch gehst, du wirst immer unser Freund sein und der Ankerstamm wird dich stets willkommen heißen. Wir bekommen? Was ist das? Also hier, EP, Silber und irgendeine Währung. Ah, Ankerschruf. Wir können also hier auch Ruf sammeln. Die Bedrohung durch den schwarzen Turm ist vorerst gebannt. Aber der verursachte Schaden muss kompetent behoben werden. Ich muss mich jetzt entschuldigen. Lasst euch Zeit. Aber der Turm ist trotzdem noch da, ne? Vielleicht jetzt nicht aktiv, aber... So einfach kommen wir da ja nicht davon, ne? So, jetzt gucken wir mal. Wir sind inzwischen Level 8. Da ist die düstere Höhle. Da waren wir noch nicht bei den Ruinen. Hier gibt es nochmal einen Holzplatz. Einen Bordstein. Und die silberne Stadt. Also, er hat ja gesagt, ich soll noch nicht so schnell davon. Hier ist die silberne Stadt nämlich nicht. Oder? Da ist der Dock. Aber es gibt ja, also wenn man sich die Welt jetzt anguckt, da ist die Silberstadt. Und wir sind hier noch ganz viel andere Regionen. Oh, ist das so eine Art Eventgebiet? Ein Weltboss gibt's ja auch. Wenn wir 38 sind, das wird noch ein bisschen dauern. Also Stadtrand. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das hier das Anfangsgebiet ist und die Hauptstadt und der Stadtrand, dass die Karte irgendwie noch größer wird und das erstmal nur der Anfang ist. Stufe 16, Stufe 12, Stufe 31. Es sei denn, man kann hier noch irgendwie dann sonst wohin schippern. Ich meine, zwischen 16, 12 und 16 und 31 ist ja schon ein großer Unterschied. Und dann 38, da muss ja noch irgendwo was dazwischen kommen. Vergnügungspark ab Stufe 30. Jo, ich würde mal sagen, wir gucken uns dann hier aber noch gut um. Diese Invasion im Süden. Warte mal. Nee, das sieht man hier gar nicht. Das sieht nämlich schon ein bisschen komisch aus, weil... Das ist ja ein Kontinent, ne? Wenn wir aber hier gucken, sieht das aus wie eine einzelne Insel. Also ein bisschen anders wie auf dieser großen Map, aber okay. Dann würde ich mich einfach hier mal noch weiter umschauen und vielleicht gibt es auch noch Quests, bevor wir zur Silberstadt gehen. Die uns auch noch ein bisschen im Level lupfen. Ach, jetzt sehe ich, dass wir sogar eine Quest haben. Guck mal, Ankaschas Geschenk. Ankaschas Geschenk. Öffne den Rufladen, um einen Nashorn zu kaufen. Ah, okay. Weil wir jetzt im Ruf hoch genug sind, können wir für 10 Silberstücke einen Nashorn kaufen. Das haben wir schon bei anderen Spielern gesehen. Tap Purchase. Danke. Herzlichen Glückwunsch, du besitzt nun ein hässliches Nashorn. Was ist denn das? Schluchtlaufmeister. Wird verwendet, um die Reitfertigkeit Landmeister zu aktivieren und die Bodengeschwindigkeit in Ankash um 200 zu erhöhen. Wie viel Silber haben wir denn gerade? 3800. Das heißt, unser Mount ist dann in diesem Land schneller. Das kenne ich auch aus irgendeinem Spiel. War nicht Final Fantasy 14, oder? Oder war das, ja, so ähnlich. Man konnte sich dann das Fliegen da irgendwie freischalten, ne? Aber das wäre ja dann, was? 9000, nicht 900? War gerade irgendwie bei 900, 9000. Ja, okay, da so viel haben wir noch gar nicht. Hier gibt es beschrifteter Steinstaub, reduziert 100 beschrifteter Steinenergie.
Produziere ein zufälliges klassenexklusives oder allgemeines Emblem. Der Medaille, okay, aber das kommt eh noch nicht in Frage. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Ruf, würde ich sagen. Also bis hier haben wir es uns jetzt verdient. Oh, da kann man doch einiges kaufen. Was ist denn das? Möglich dem Reittier. Blauhorn, Nashorn, Toben des Stürmen zu erlernen. Können die dann auch Dinge tun? Also das kann dann das lernen. Eine große Landkreatur, die auf dem Schlachtfeld große Lasten schleppen kann. Okay, und das sind Emotes? Das sind tatsächlich Emotes. Und die kriegt man erst so spät? Jo, lassen wir uns mal überraschen. Da gibt es noch mehr Sachen im Laden. Das müsste die Währung sein, ne? Die man für echt Geld kaufen kann wahrscheinlich, diese... Da, die da. Farbloser Kristall. Kristall. Ich finde es immer cool, wenn man sich das dann irgendwie, kann ruhig selten sein, auch in-game verdienen kann, sodass man, wenn man fleißig ist, sich dann trotzdem ab und zu mal was gönnen kann. Reittier Eigenschaft. Ermöglicht dem Reittier, Flinkheit des Leoparden zu erlernen, sodass es nach einem Sprung für kurze Zeit seine Geschwindigkeit erhöht. Ermöglicht dem Reittier, auf dem Wasser zu gehen. Oh, wie coole Sachen! Das würde ich mir ganz gerne gleich mal holen. Ermöglicht dem Reittier zu erlernen, sodass der Reiter weniger Schaden erleidet. Dass der Reiter zum Sammeln nicht absteigen muss. Das ist auch sehr nice. Ermöglicht dem Reiter zu lernen, sodass der Reiter sich beim Stürzen nicht verletzt. Brennkraft. Der Gegner in der Nähe verbrennt und ihnen leichten Schaden zufügt. Eiskraft. Einfriert und sie in einer kleinen Reichweite verlangsamt. Das ist auch cool, weil dann nämlich... man weiter reiten kann und die sind am Boden verlangsamt zumindest. Lernen, dass es größer wird. Okay. Dann Zug, dass es kleiner wird. Geschwindigkeit leicht erhöht. Ermöglicht es, sodass die Bewegungsgeschwindigkeit des Reiters nach dem Absteigen erhöht ist, die Geschwindigkeit. Oder damit du mit anderen reden kannst, ohne abzusteigen. Also mit NPCs. Das erinnert mich so ein bisschen an Herr der Ringe Online. Da musste man ganz am Anfang vom Mount absteigen, wenn man mit NPCs reden wollte. Also das ist hier auch so, wenn man nicht diesen Skill hat. Und man konnte auch nicht vom Mount aus Sachen sammeln. Das haben sie auch erst später eingeführt. Mit den Kriegsrössern und lauter so Sachen. Und das erinnert mich jetzt so ein bisschen daran. Da kann man sich das hier dann auch freischalten. Und ich finde das jetzt auch gar nicht so teuer, ne? Das kann man sich... Nein, das sind gar keine Silberstücke. Das ist Gold. Handelswährung. Goldmünzen können durch tägliche Belohnungen, Dungeon-Erfolge, Kristalllieferung, Verkauf von Handwerksgegenständen und Haris-Lantronen erhalten werden. Dann ist es wahrscheinlich schon wieder sehr viel. Wenn man da nicht so einfach dran kommt. Aha. Das sind wieder so Specials. Medaille, bla bla bla. Dungeon-Laden. Hier kriegt man coole Handschuhe, wenn man Level 30 ist. Level 34, 38, also erst später. Was das hier für eine Währung ist. Das ist der Rufladen, wo wir gerade schon geguckt haben. Aber das sind ja, das sind trotzdem, sind das schon Silberstücke, oder? Ja. Und dann gibt es noch Social. Eine Ziege kann man hier kaufen für... Gefährtenabzeichen. Schließe Dungeons mit Gildenmitgliedern ab, um Gefährtenabzeichen zu erhalten. Mit Gildenmitgliedern? Das geht dann also nur, wenn man in einer Gilde ist und mit denen dann Sachen macht? Zaubertreppe. Beschwöre nach einer Vorbereitungszeit von einer Sekunde
für 60 Sekunden eine Zaubertreppe. Die unterbrochen wird und verschwindet, wenn in ihrer Nähe zum... Brauche ich dann die Zaubertreppe, um dieses Totem vom Dach holen zu können? Das sind aber lauter Sachen, bis auf die Ziege wahrscheinlich. Die ist auch sehr teuer. Und dann eine Eigenschaft für die Ziege. Sind die Sachen... Also das hier muss man immer wieder neu kaufen für 8. Nach dem Kanalisieren wird deine Größe für 30 Minuten um 60% reduziert. Vielleicht gibt es auch Stellen, wo man zu groß ist und nur, also so ein Mause, wie so ein Mauseloch oder so, nur damit reinkommt. Und wenn man so viele übrig hat, dass man sie nicht mehr braucht, dann kann man auch Silbermünzen kaufen für die Dinge. Oha. Fische zum Anbeißen anlocken, ein Köder. Oh Gott, was es da alles gibt. Das ist ja auch ein Gildenladen, also von dem her. Freundschaftsladen. Eine Erbsenschote. Wachse gegen den Wind nach oben. Aktiviere den Kopfschmuck Erbsenschote. Blaumännenziege. 30. Wofür kriegt man die denn? Führe neue Spieler zum ersten Mal dabei an, Elite-Dungeons, Arkane-Reiche oder Raids abzuschließen. Hilf Teammitgliedern, unvollständige Dungeons im Arkanenreichen abzuschließen. Schließe Arkanereiche oder Raids als Tank oder Heiler mit Gemeinschaftsmöglichkeiten ab. Schließe Elite-Dungeons, Arkanereiche oder Raids mit Freunden ab. Okay. Zeitladen. Zeitreisetoken. Die nach der Wartung aufgrund von Zeitverlust erhaltene Entschädigungswährung kann zum Umtausch gegen Gegenstände im Zeitladen verwendet werden. Was immer das ist. Bogen des Schicksals. Die aus doppelten Erscheinungen, die in Belohnungen des Schicksals betreten wurden, umgewandelten Gegenstände. Das erschließt sich wahrscheinlich im Lauf des Spiels, was es da so gibt. So, geh zum Hafen und reise per Schiff ab. Aber ganz ehrlich, ich mag noch gar nicht abreisen. Ich werde mich hier jetzt noch umschauen. Wir waren noch nicht in Ruinen. Wir haben hier noch nicht alle Sachen freigeschaltet. Es kann natürlich sein, dass wir nachher wieder hergeschickt werden und dann geht's hier weiter. Das könnte auch sein. Aber das sehe ich ja, wenn die Gegner zu hoch sind. Und hier gibt es noch ganz viele Sachen, die wir noch nicht haben. Aussichtspunkte haben wir noch gar keinen. Wissen wir gar nicht, wie die aussehen. Also ich würde mich noch gerne ein bisschen mal umschauen. Ich werde ein bisschen noch hier rumlaufen. Und dann, wenn ich merke, es ist eh alles zu hoch und ich habe da noch nichts zu suchen, dann können wir immer noch darüber schippern.